Ich mache heute für uns gefüllte Kohlrouladen. Die Chinakohlblätter nach und nach in Salzwasser blanchieren, danach kalt abschrecken und gut abtrocknen. Aus den Abschnitten einen Gemüsefond kochen. Für die Fülle Brotwürfel, Haselnüsse und Kümmel kurz in Olivenöl anrösten. Mit dem kleingeschnittenen Chinakohl, Ricotta, Ziegenfrischkäse und Kerbel gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Masse auf die vorbereiteten Kohlblätter legen und zu Rouladen formen. In eine ausgefettete Auflaufform geben und mit Gemüsefond übergießen. Im Rohr bei 180 Grad 15 bis 20 Minuten garen. Die Champignons putzen und kleinschneiden. In Olivenöl anbraten und mit dem Schmorfond von den Rouladen aufgießen. Einkochen lassen, mit Salz, Pfeffer und Kerbel abschmecken. Vor dem Servieren mit Haselnussöl und kalter Rohmilchbutter montieren. Gefüllte Kohlroulade mit der Sauce auf Tellern anrichten.